So, wir machen einen neuen Run. Ich habe hier noch zwei Charaktere vorbereitet von der Revelations Mod. Wir hatten beim letzten Mal ja Sarah gespielt. Jetzt gucken wir uns mal die gute Endor an. Was auch immer die gute Endor kann. Ich habe keinen Schimmer. Ich sollte vermutlich erstmal ins Spiel reinklicken. Okay, Endor hat offensichtlich so ein Ei und dieses komische Ich-saug-alles-ein-Ding. Und fliegt auf einem Besen. Endor ist eine Hexe. Oder Endor ist eine Hexe. Sicker Scheiß. Ist das Spiel ein Ticken zu laut? Was ist denn mit dieser Dealer schon wieder? Das Spiel ist ganz schön hell eingestellt, oder täuscht das? Das täuscht. Das täuscht tatsächlich. Ich weiß noch nicht so genau, was dieses Auge macht. Hat das so einen ähnlichen Effekt wie... die anderen Augen, die wir dann gegen... wenn ich durch das Auge... Oh lol, guck mal, was passiert, wenn ich durch das Auge durchschieße. Dann kommen ja x-tausend, x-tausend Tränen. Okay, das ist schon mal ganz geil. Das merken wir uns. Auch dieses Herz hier. Okay, ich kann natürlich nicht immer nur mit dem Auge arbeiten. Nichtsdestotrotz... Hoppala. Oh, ich sollte vielleicht mal anfangen, gescheit zu spielen, ne? Nichtsdestotrotz... Ich weiß nicht mal, wie viele Herzen sie hat. Kann sein, dass sie mit dem nächsten Hit tot ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, beim nächsten nicht, aber mit den zwei. Wer bringt Dealer zurück ins Altersheim? Ich dachte, ich habe mich nach dem Wochenende schon ins Altersheim gebracht. Nicht, dass die Frau mich jetzt hören würde, aber... Ich dachte, das wäre so. Das Spiel ist zu groß eingestellt. Das stimmt. Ich bin ja auch am falschen Screen. Ich gehöre ja auch hier hin. Aber ohne den Nvidia-Banner. Health up. Naja, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ich war im falschen Screen drin. Chillt. Ich habe gerade den GTA-Screen drin gehabt. Und der muss noch ein bisschen größer gemacht werden. GTA heute ab 20 Uhr nach Nvidia. Wenn ich nicht völlig abschmier. Kane's other eye. Oh Gott, jetzt haben wir zwei fliegende Augen. Oh Leute, was ist das für ein Augenrun? Ja, Spinnen. Ich verstehe das. Aber die Spinnen tötet man ja, Dina. Das ist also voll okay. Man beseitigt sie. So, ich nehme jetzt einfach mal den Spaß hier. Ich meine, sie fängt mit einer 7er Tierrate an. Das ist eigentlich hier ganz knorke. Littlehorn. Okay. Soll... Ah, ich kann ja jeden überflüssigen Scheiß einsaugen. Ich vergesse das immer. Das sollte ich vielleicht mal machen. Oh, oh, oh. Okay, Littlehorn eskaliert ein bisschen. Aber guck mal, Littlehorn ist doch voll süß. Ist das nicht voll Dealers Ding? Easy. Nicht den süßen Teddy töten. Siehst du, ich wusste, dass das passiert. Okay, was ist das für eine Fibres-Flasche? Tear Remove Enemy Creep. Window Cleaner. Oh, plus Tears Up. Damit kann ich leben. Das ist echt okay. Machen wir so. Ich frage mich so, wieso Wolf das noch spielt. Skill ist ja eher so nein, nein bei dem mittlerweile. Willst du dich verarschen, Hydra? Oh Mann, sehe ich nie meine Leben oder haben einfach immer nur Pech? Der Hexenkessel sammelt Pickups ein und wenn du genügend davon gesammelt hast. Da guck mal, wie viele da mittlerweile rauskommen. Guck mal, ich könnte diesen Schlüssel jetzt einsammeln. Aber wenn du genügend gesammelt hast, so 20 Stück oder so, dann kriegst du ein Item dafür. Skill ist nicht mehr vorhanden. Dude, hast du mein letztes Revelations Run gesehen? Und willst du sagen, ich habe kein Skill mehr? What the hell, Alter? Ich glaube, es hackt, Mann. Komm raus da. So, hier zum Beispiel. Den Scheiß kann ich jetzt einsaugen. Will ich nicht. Deswegen einsaugen. Und wenn man 20 davon einsaugt, also diese Beutel da oben füllt sich und wenn der gefüllt ist, kriegt man ein Item. Das war Luck. Wow, hallo Cruise. Luck war das also, ja.
Ach, das sind ja auch noch Homing-Shots, die man da durchballert. Das ist schon ein bisschen geil mit dem Auge. Okay. Da versuche ich schon mal ein bisschen mit zu arbeiten. Oh, ich habe das Gefühl, du durchlagst direkt wieder. Du hast zu viele Tränen auf dem Bild, Kappa. Doch gut, ne? Nochmal Health Up? Zweimal Health Up, bitte? Echt mal, da geht's um Ehre. Lass mich doch hier nicht verarschen. Ah, Shooting in One Direction. Ah ja, das war das mit der Tränenrate. Das heißt, wenn ich in einer Richtung gedrückt halte, dann schießt er immer irgendwann schneller. Viererrate. Guck mal, es laggt einfach ein bisschen, wenn ich da durchschieße. Alter, shit. Naja, um 4 ist eigentlich ganz okay. Ja, da kann man schon mit arbeiten. Irgendwann natürlich nicht, weil man die Seite wechseln muss, aber... hilft ja nichts, ne? So, guck mal, diesen einen Coin, den will ich jetzt nicht. Den schlucke ich jetzt. In den... Mixer! Let's go! Hey, Baby, was grüß dich? Oh, sehr praktisch. Schön geöffnet, muss ich sagen. I like that. Ein schwarzes Herz. Ja, kann man eigentlich mitnehmen und dann direkt zum Boss. Monstro. Oh, vierer Tierrate ist schon was Hübsches. Aber unser Schaden ist halt auf 2,45. Also Schaden machen wir quasi überhaupt nicht. Das geht ja mal gar nicht. Wenn wir jetzt so ein bisschen Damage-Upgrades kriegen, dann könnte das ein ganz interessanter Run werden. Drehe ein paar Minuten erst. Okay. Und... actually ist das pretty good. Ich glaube, weiter gehen wir auch gar nicht hier. Nope. Tierrate oder Damage, hast du lieber? Grundsätzlich immer Tierrate. Oh, ich sehe mein Herz. Ich hatte einfach nur tatsächlich immer die ganze Zeit Pech. Okay, kein Problem. Guck mal, hier ist eine Menge Zeug, das man eventuell einsaugen könnte. Zum Beispiel Two of Spades. Empress. Join the pack. Ehrlich gesagt ist beides gut. Varys, da ist er doch, der Mann mit dem 7. Sub. Dankeschön. So, schon viel besser, Varys, wa? Ja, der liebe HD, dem sein Account ist gesperrt worden. Begründung Hassrede, da wird er sich schon nicht an das neue, an die neuen Terms gehalten haben. Leute, Twitch hat neue Richtlinien. Ihr müsst aufpassen jetzt, was ihr im Chat schreibt. Sonst fliegt ihr alle raus. Ja, ja, so ist das. Mir mal den Spaß hier. Es gibt halt kaum was, was ich einsaugen kann, weil ich das alles haben will noch. Was bist du denn? Familiar that pushes enemy away from Isaac? Nee. Oh, du warst geil. Du warst Dogtooth. Oh, Dogtooth war doch ganz geil, oder nicht? War Dogtooth nicht geil? Also zum einen hat das immer... Links verraten, Geheimräume. Ja, das finde ich ganz geil.
Range down. Okay, ist nicht so schlimm. Holy Card. Ah, das war das Protecting. Ich sauge jetzt mal alles ein, damit sich das langsam erfüllt. Ja, ihr dürft nicht mehr hassen. So. Habt ihr gehört? Hier war der Dog. Dementsprechend ist hier ein Geheimraum. Und da würde ich sagen, eine Bombe für 4. Passt. Ach, Varys, ganz ehrlich, dann muss man. Dann kann man Brain AFK spielen. Das ist schon okay. Das ist nicht so, als würde ich noch großartig auf Geheimräume achten im Spiel, von dem her. Nehme ich das jetzt einfach mal mit. Okay, das können wir alles nicht gebrauchen, das saugen wir ein, aber just in case. Guck mal, da kommt noch mehr. Kriegskramraum. Oh! Da füllt sich der Beutel plötzlich ein bisschen. Also ich bin mir ziemlich sicher, HD, dass du den Bann nicht ohne Grund bekommen hast. Also da lege ich fast schon meine Hand ins Feuer für. So, Alfie, also wie gesagt, du saugst Pickups ein und wenn du genügend Pickups eingesaugt hast, dann kriegst du ein Item dafür. Ah! Das ist der Brain AFK Geheimräume kriegen. Health down. Ach, das eine war nur Health up, weil es Ding war. Okay. Horf. Wir saugen den Rest ein. Das ist jetzt, haben wir genügend Pickups eingesaugt. Und jetzt können wir das drücken und jetzt kriegen wir ein random Item dafür. Oh! Cricket's Head! Okay, Leute, da ist der Damage, den ich wollte. Uiuiuiui. Okay, das war richtig gut gespielt. Also, das hat sich doch mal gelohnt. Ich bedenke, was wir dafür aufgegeben haben. Sauber. Okay, warum sind hier Gegner? Mag ich nicht. Oh, die Uhr ist halt schon ganz schön geil, ne? Aber in dem Fall nehmen wir den Schlüssel mit, ein Coin, nehmen das auf und den Rest nehmen wir mit. Break it easy, oder? Ach, die gute alte Nerf-Stopwatch. Nee, der Nerf war schon richtig. Der Nerf war schon richtig. Mit dem Charakter habe ich schon mal Mega-Satan gemacht. What? Ich kann mich an nichts erinnern. Inwiefern die genervt worden ist, damals hast du für jeden Hit, den du genommen hast, automatisch das komplette Spiel war verlangsamt. Das war halt viel zu OP. Die Kammer können wir mal mitnehmen. Schlüssel grundsätzlich auch. Was geht? Ja, Guppy for free. Nehmen wir mit. Saugen wir ein. Und erfreuen uns unseres Lebens. Alter, ich hasse mein WLAN. Siehste, und HD wundert sich, dass er gebannt wird. Nur Hass. Nur Hass. Ah. Als Grundhassrede und Instant Hass. Okay, nehmen wir mit. Was bewirkt Karma ab? Wenn du in der Donation Machine Geld spendest,
gibt es eine Chance, dass Battler spawnen zum Beispiel. Das ist relativ geil. Also halt ein Trinker, also das ist jetzt keins, das du eigentlich mitnehmen würdest. Aber da wir kein anderes haben, ist es ziemlich gut. Ich weiß nicht, was das ist. Springing into action gibt... Was ist das denn? Weil wie ich plötzlich eine Tierrate von 11 habe. Ach du Scheiße. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Spiel dadurch ziemlich heftig laggt. So ein merkwürdiger Megatier ist, könnte man sagen, wa? Ich meine, der Schaden scheint... Alter! Oh, schaut euch das mal an! LOL! Okay, und 12 FPS. Ja, Overwolf, danke für nichts. Slow FPS, das sehe ich selbst. Wie viel Tränen, hallo? Alter, 6 FPS, was passiert hier? WTF? Okay. Also diese Treten können nur offensichtlich ziemlich eskalieren. Interessant. Was ist an Afterbirth besser als an Afterbirth? Nichts. Selbe Spiel. Ah ja. Guck mal, diese neue Gegner. Sollten wir jetzt das Auge besser ignorieren, weil das dann einfach zu krass eskaliert? Oh, guck mal, hier können wir relativ viele Items rauskriegen. Oh, warte mal, die Glühbirne war geil. Die Glühbirne war mega geil, weil wir so ein Item haben, das sowieso Dauer... Oh mein Gott, die Glühbirne war super, deutlich besser als Karma jetzt. Ist einfach ein All-Stats-Up. Oh Gott. Und wir kriegen nochmal ein gratis Item und das ist, ich habe keine Ahnung was das ist, grants a stat boost for each floor, but it is removed once Isaac enters a treasure room. Oh lol, okay, grants a stat boost for each floor, but it is removed once Isaac enters a treasure room. Das ist interessant. Dann würde ich sagen, nehmen wir einen treasure room noch mit und danach machen wir keinen mehr. Sehr interessant. Sehr interessant. Das ist ein cooles Item. Du kannst dich quasi dagegen entscheiden, dass du Itemräume mitnimmst. Dafür kriegst du allerdings ziemlich krasse Stat-Boosts für jeden Floor. Das ist nicht uninteressant, muss ich sagen. Und diese Springtränen sind schon ziemlich stark, oder? Afterbirth Plus. Ach so. Ja, Basche, Afterbirth Plus ist halt das vollständige Spiel. Ich nehme den jetzt mal mit.
Scheiße. Leute, kein Hass hier, sonst fliegen alle eure Accounts weg. Denkt doch mal drüber nach. Nein, ich beende heute Vice City nicht. Dafür ist es noch viel zu viel zu machen. Oh, ich habe so ewig keinen Hit mehr bekommen, ne? Uiuiui. Und gib mir mehr Items. Oh mein Gott, gib mir die Items, Baby. Oh, LOL! Und Guppy. Machen wir so. Da ist einfach mal so ein Guppy-Ding hier drin. Was ist das da für ein Ding? Oh lol, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Okay, der Schaden ist aber irgendwie auch nur unter Umständen geil. Alter, ist ja gut jetzt. Mega fetti, Alter. Oh Gott. Oh naus. Oh naus. Ich habe irgendeine Item-Kombination erwischt, die dem Spiel nicht gut tut. Aber offensichtlich hat das jetzt der Gegner erreicht und alles getötet. Geil. Was, wer spielt denn Afterbirth? Ich spiele doch Afterbirth Plus. Was willst du denn von mir? Ich weiß nicht, was du möchtest. Ich habe nie Afterbirth gespielt, seit ich Afterbirth Plus habe. Kranker Shit. Okay. Ich nehme jetzt dieses eine lustige Item hier gleich mit. Interessiert mich. Ist hier Guppy drin? Hagelass. Tja, heute muss man sehr vorsichtig sein. Schwarzer Humor ist schwierig. Familie, that can do tasks for you opening doors and chests, bring items, steal from the shop. Steal from the shop? What? Spinne kaputt. Alla Bonaparte. So, also wir dürfen jetzt in keinen Itemraum mehr gehen, ne? Oh Gott, Leute, wir haben eine Itemkombination, die tut uns nicht gut, ey. Aber der Schaden ist halt ziemlich krank. Ja. Na komm, Mom. Ich nehme das. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, jetzt will ich diesen Run eigentlich auch nur noch relativ fix durchgehen.
mache ausnahmsweise Feuer kaputt, aufgrund der Tatsache, dass wir wieder ein Item kriegen. Diesmal ist es allerdings nur Mr. Mega. Kann das sein, dass das passiert, wenn die Springer drin nochmal durch das Auge gehen? Ja, ich denke. Ich denke, es multipliziert sich einfach zu krass. Und dann passiert sowas. Himmel, hilf, Alter. Himmel, hilf, das hört aber auch nicht auf. Leute, 4 FPS, ne? Okay, ich muss vermeiden, durchs Auge zu schießen. Sonst werden wir unseres Lebens nicht mehr froh. Ach, du Scheiße. Okay, und jetzt hat's aufgehört. Gott sei Dank, Alter. Gottes Willen. Mach dieser Sunshine-Scheiß. Hoppala. Hallo, nicht so viel Schaden nehmen. Join the pack. Ja, aber immer doch. Salamo. Dankeschön für den 7. mein Eber. Danke dir. Also, ich versuche zu vermeiden, durchs Auge zu schießen. Oh, wieder nur so ein Bombenscheiß. Das wird jetzt eine Challenge, nicht durchs Auge zu schießen. Oh Gott! Oh Gott. Gott. Ja, das ist irgendwie doof. Ja, Peppers, ich laufe gleich zurück. Ich habe nicht bemerkt, dass ich nicht mitgenommen habe. Oh, guck mal, die laufen immer weiter durch dieses blöde Auge. Oh, Himmelswellen. Oh, Himmelswellen. Wow, das ist sick. Also ich versuche jetzt darauf zu achten, wo das blöde Auge ist. Um möglichst nicht hindurchzuschießen. Möglichst. Ich werde es nicht komplett verhindern können, aber... Hoppala. So, ich darf jetzt nicht in den Itemraum gehen, ja? Für alle, die jetzt gleich rumschreien, warum ich nicht in den Itemraum gehe. Ich darf es nicht. Hoppala, ich hätte die aufmachen können. Ja, ich bin's, der Revelations Mod. Meins. Und was ist das? Familiars are consumed and replaced with the damage up. Ja! Ja! Das Auge ist weg! Oh lol! Ich habe einen Damage up genommen. Das Auge ist weg. Hä, aber Moment mal, ich habe überhaupt gar kein Damage Plus bekommen. Ich habe Damage Minus bekommen. Hä? Hä? Stand da nicht gerade, ich krieg ein Damage ab, wenn ich meine Familie wegmache? Oh, ich hab jetzt minus 4 Damage gekriegt. Da stand doch gerade, ich sollte einen Plus kriegen, wenn ich die Familie wegmache.
Was ist denn das für ein Quatsch? Wie es halt trotzdem noch hart laggt. Und das ohne das Auge. Das muss man nicht verstehen, oder? Oh! Lol, wir werden Guppy. Ladies and gentlemen, we are officially Guppy. Lol. Oh Gott, noch mehr Dinger zum Anzeigen. Oh, das Spiel wird vielleicht eskalieren. Wie das Spiel einfach nur hart eskalieren wird. Ja, Pibas, die sind geil, ne? Oh mein Gott. Und get wrecked. Wir spawnen so viele Fliegen, dadurch, dass sich die Tränen immer verkleinern. Jetzt müssen wir nicht mehr zum Devil Deal gehen, weil wir ja schon Guppy sind. Nehmen lieber noch einen Holy Shot mit. Oh mein Gott, das ist ein Run, Leute. Das ist ein Run. Der ist schon wieder mehr Zucker als alles andere. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, Effi interessiert mich aber nicht. Die Gyarone, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Okay. Müsste ich jetzt nicht ein Plus bekommen durch dieses eine Item, weil ich Treasure Rooms... Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, das Konzept. Oh Gott, mit Holy Shots wird das Ding ja jetzt noch mehr laggen. Ei. Okay, der Schade ist einfach vollkommen krank. Läuft hier. Oh, Chelsea, Revelations Mod heißt die. Und Treubomben kann man nicht einsaugen, by the way, weil die Frage vorhin kam. Hey, Cookie! Grüß dich! Alter, warum eskaliert denn das jetzt ohne Auge so krass? I don't get it, man. Manchmal verstehe ich das nicht. Verwandlung von Cricket ist auch dabei, theoretisch, ja, aber alle Cricket-Teile zu finden ist so schwer. Sehr unlikely, könnte man sagen. So, was gibt's diesmal? Oh mein Gott, es ist Max Head. Endlich mal mein Damage zurück. Gib mir mein Damage zurück, Mann. Das machen die Fliegen auch noch mehr Schaden, also ich denke mal, das sollte jetzt relativ alles One-Hit sein. Das Void, Mann. Ist das alles krank? Abel gibt's auch noch oben drauf. Ja. Geheimraum. Saugeil. Sick. Nehmen wir das noch mit. Und dann sind wir auch schon beim Arm. Und die ist instant tot wahrscheinlich, oder? Wenn es aufhört zu laggen. Oh Gott. So, wir nehmen einmal das, weil wir ewig nicht mehr da unten waren. Wir saugen das ein, schnappen uns noch The Halo. Und merken, dass wir dann gar keine Schlüssel mehr haben. Wir können auf jeden Fall einen Mega-Satan-Run machen.
krank, Mann. Und da kommt sogar nochmal ein Schlüssel raus. Oh, was ist das? Grants a B-Orbital whenever Isaac finishes the room. B blocks shots, but flee when Isaac is injured. Hive Head. Übergeil. Ja, damit. Und ab dafür. Oh. Geil, geil, geil. Oh. Verwandlung von Max gibt's nicht. Okay, Curse of the Labyrinth. Interessant. Muss einfach schauen, dass ich so wenig wie möglich schieße. Judas Shadow, oh mein Gott, als Judas käme auch noch zurück, das ist krank. Die Item-Mod kann die Guide mit, die Item-Mod auch gemoderte Items erkennen. Jein. Also nicht alle, manche. Und für die ein oder andere kannst du dir aber auch noch ein Add-on zusätzlich im Workshop abonnieren, dass die gemoderten Items erkannt werden. Schlüssel wären eine geile Sache, Mann. Aber wie du zum Beispiel gerade gesehen hast, dieses Hive-Ding, dieses Hive-Mind. Das ist ein gemoddertes Item, aber der Text hat's erkannt. Also mal so, mal so. Versuch wirklich so wenig wie möglich zu schießen. Okay, Schlüssel, wichtig. Das ist eigentlich ganz geil, das spawnt öfter Goldsachen. Aber besser als die Glühbirne ist es halt in keinem Fall. Okay, und jetzt haben wir auch noch Head of the Keeper. Das heißt, wir schmeißen jetzt auch noch Penny Tears. Es eskaliert total. Du hast noch nie gesehen, dass Binding of Isaac so einbricht? Dann hast du noch nicht viel Binding of Isaac von mir gesehen. Ich schaff das regelmäßig, dass das Spiel halb abschmiert. Mehr Schlüssel, wenn es geht. Mir völlig egal, was das ist. Ich saug das alles ein. Theoretisch ist Head of the Keeper sogar ganz geil. Yeah, sure. Gib mal. Das war quasi gerade kostenlos. Wegen des Geld, das die ganze Zeit spawnt, ist es durchaus nicht ungeil. Weil du dir dann immer mehr... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich raste wieder völlig aus. Okay. Ich glaube, wir haben die Item-Kombination des Todes gefunden. Es ist alles Instant One-Hit. Alles. Hier wird nichts mehr stehen können. Jetzt Eifelkick! Ich denke nicht. Komm schon, gib mir Schlüssel, Mann. Ups. Ach du Scheiße. Warte mal, lass mich mal den Kampfraum machen, das ist ja witzig. Tammy's Head. Oh. Leist, Alter. Okay, wenn wir jetzt Tammy's Head drücken, passiert folgendes. Soll ich was sagen? Das ist einfach noch besser. Das ist einfach noch besser als alles andere. Watch this, watch this, watch this, watch this. Ich gehe in jeden Raum rein, drücke das, alle tot. Ich sehe nichts mehr.
Ja, keine Ahnung, wo ich bin, Mann. Herrlich. Ich hab's kaputt gemacht. Schön. Wenn ich jetzt noch das Auge hätte, ey, dann wird das Spiel einfach nur so dermaßen abstürzen. Das war schnell. Das ist auch nochmal ein Damage-Up. Ob's Brain will keiner. Oh Gott, Hilfe, ich sehe nichts mehr. Es hört nicht mehr auf. Okay, It Lives ist dann wahrscheinlich auch tot, ja. Maybe I broke that game. Ja, da waren wir jetzt schon, ne? Okay. Hui, neue Gegner. Ah, oh, okay, das machen die. Das wusste ich jetzt noch nicht. Ich stelle mich einfach an den Rand und mach nichts. War eine gute Idee, würde ich sagen. Nochmal random Runen. Das ist der vollkommene Absturz. Ah, I like. Ups. Bin mir jetzt schlecht hingestellt. Der andere lebt auch noch. Kämpfer kommen wir eh nicht. Aber die Fliegen kommen gar nicht mehr zum Einsatz. Das ist das Traurige. Was ist das? Gives Isaac Godhead or Brimstone for the room? What? Ah. Lol, okay. Interessantes Item. Mann, mehr Schlüssel bitte. Gottes Willen. Ich glaube, ich sollte versuchen, aus dem Raum rauszukommen. Scheiße. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte das nicht in jedem Raum einsetzen, sonst kommen wir hier nie wieder raus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch verrecke. Gottes Willen. Tja, das ist eine Menge Zeug hier. Yeah. Hey, Silletmann! Dankeschön für deinen Host, mein Lieber. Beziehungsweise Raid. Ach lol, hier habe ich ja Huffs und Alerts an. Didn't see that coming. Ja, ich versuche in Zukunft nicht immer Leute zu hosten, die offline sind. Ich gebe mir Mühe.
Danke, Seledwan. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mittagsstream. Ich bin hier gerade Isaac, nach langer Zeit mal wieder. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das Spiel ein bisschen kaputt gemacht habe. Also alles wie immer. Hey! Ich versuche jetzt hier mal so wenig Tränen wie möglich zu schießen, damit das nicht ganz so hart abschmiert, das Spiel. Und am Ende ballern wir. Weil der erste Fuß da ist und vorbei. Zaubersteers! Hi, Pelicano, grüß dich! Oh mein Goodness! Was habe ich mit diesem Run nur angestellt, ey? Ach, so leid, ich weiß, der Zug ist schon längst abgefahren, Mann. So, Darkroom. Und ab zum Mega-Satan-Kappa. Oh, gibt's auch mal was Vernünftiges hier? Excited, War Sunshine. Temesis und nochmal Sunshine. Okay, schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Nee, Crusoe, wir wollen das Auge lieber nicht haben. Oh, weißt du was? Hier können wir das echt ganz gut einsetzen. Gefährlicher Raum. Wo ist der andere? Oh, wow. Das ist sehr nice, Infamy. Kann hier eigentlich nur der Geheimraum sein? Der war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Emperor? Sure! Ab zum Boss! Was soll der Geiz? And that's it! What you do? Nope! Okay, geil. Alter, damit hätte ich ja sogar Delirium easy gemacht. Nochmal aber noch schön Mega-Satan. Einfach nur, weil wir jetzt zumindest den Rückweg jetzt einigermaßen kennen sollten. Ich glaube, ich sollte mich jetzt in die Mitte stellen. LOL, Parasite auch noch. Jetzt habe ich auch noch Splitshot. Oh mein Gott, jetzt splitten sich die Tränen nochmal. Oh, Pelikan, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe so viel eingesammelt mittlerweile. Ich habe gefühlt alles. Ich kenne meine eigene Kombination nicht mehr. Es ist einfach nur noch krank. Das Splitshot, ey. Und wann sind die Tränen auch so riesig geworden, ey? Good God. Mega Satan, zweite Phase, One-Hit, Mann. Ah, schon ein bisschen geil. Oh Gott. Vor allem diese ganzen Holy Shots. Oh no, ich sehe nichts. Hallo. Okay, und 2 FPS incoming. Ich versuche mit Mühe und Not noch was zu erkennen. Einziger Vorteil, dass das Spiel auswendig weiß und kenne und weiß, wo welcher Gegner spawnt. Ja. Okay, mal gucken, ob er wirklich One-Hit ist. Phase 2. Drücke einen Knopf. Ich sehe nichts.
Ich weiß es nicht mal, ob... Nein, er ist nicht One-Hit. Oh, okay. Dann halt so. Shit, Alter, that run. Lol, die Void. Like no way in hell. Wir können halt wirklich Delirium machen. Okay. Und gräsch die Void. Also, wenn das nicht der leichteste Delirium-Kill meines Lebens wird, weiß ich es auch nicht. Oh, good God, ey. Ja, Dila. Keine Ahnung. Ich hab einfach nur Pech. Ganz ehrlich. Naja, ja doch, ich habe keine Schlüssel. Die Left Hand macht sogar Sinn. Kann man die Lyra mit Chaos Gar killen? Natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. So, Left Hand bedeutet im Endeffekt, dass wir jetzt nur noch rote Kisten kriegen. Was aber für uns ganz praktisch ist. Boah, ich sollte das nur bei Bossen einsetzen, sonst komme ich ja hier überhaupt nicht vorwärts. Was ist das denn? Angel Rooms give a free Devil Deal Item. And Devil Rooms give a free Angel Item? Wie geil ist das Item denn? Faithful Ambivalence? Das ist ja ein geiles Item. Dummerweise haben wir natürlich keine Räume mehr. Aber die Idee des Items gefällt mir extremst gut. Finde ich richtig gut. Ja, brauchen wir nicht. So. Was haben wir da? War. Okay, wir hatten da War. Wenn wir jetzt auch noch Bookworm, wenn wir jetzt auch noch Bookworm werden, dann haben wir noch mehr Tränen, die sich splitten. Dann wird es langsam echt unheimlich. Sehr, sehr unheimlich. Ah, dieses Ding hat irgendwas gemacht, aber war nicht sonderlich geil. Okay. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Willkommen bei Wolverus. Wie immer. Nie Blackhearts. Tears have a chance to freeze enemies and make them suck in other nearby... Okay, und los. Abyss. Auch ein neues Item, was ich reingetan habe. Was ich nicht kenne. Alter, das ist eine Eskalation hier. Okay, und 4 FPS. Vollkommen gestörter Scheiße. Ah, das ist doch ein typischer Isaac-Run hier. Hallo? Köpfchen auf? Danke. Oh, wir haben gar nichts mehr. Oh, holy shit, Mann. Sehr gut. Ich hab halt nichts mehr. Was ist das hier? Okay, und relax. Und friends till the end.
Wann habe ich eigentlich meine Ding verloren? Ah, ja, nicht mehr. Wow, wow, ein Schlüssel. Eigentlich will ich jetzt tatsächlich nur noch Delirium finden. Es ist ja nicht so, als ob es noch irgendwas gibt, das diesen Run hier angenehmer gestalten könnte. Oh Gott, ich sehe nichts. Man kann froh sein, dass man ab und an mal ein bisschen was vom Charakter erkennt unter all den Pixeln. Da haben wir nochmal einen Boss. Mama Gertie. Okay, was war das? Also, das ist das gratis Angel-Item. A shield, which floats behind Isaac, blocks all shots. Das ist interessant. Aegis. Und charge fire shots. Little, als ob ich irgendwas mit dem noch mache. Okay, aber Hauptsache Devil Deal nochmal bekommen. Kranker Shit. Aber hier sieht man das Schild. Okay. Willen, Alter, ich sehe nichts. Kann schon sein, dass es irgendwie enden kann, dass ich gegen Delirium sogar verliere. Weil wir halt kaum Leben haben. Oh, apropos kaum Leben. Oh, was er so hat. Super Bum. Irgendwie bewege ich mich jetzt ziemlich im Kreis. Nicht gut. Wenn wir schon irgendwie da runter müssen, wa? Zumindest ist da nochmal ein Boss. Loki 2. Gimpy. Ist nicht so bad. Oh, wie ich mich trotzdem hier im Kreis bewege. Himmel, hilf. Au. Ich habe halt wirklich kaum noch Leben. Lol, das ist das Auge, das wir von Anfang an hatten. No way in hell. Das ist das Starter-Item von unserem Charakter. Das haben wir eingesaugt für ein Damage ab, was uns dann letztendlich minus 4 Damage gegeben hat. Und jetzt spawnt das nochmal für uns. Euch ist klar, dass das jetzt alles komplett kaputt geht. Es ist nicht mal da. Wo ist es? Wo ist das? Das Auge sollte eigentlich hier irgendwo rumfliegen. Wo ist es? Das Spiel ist kaputt, Mann. Ist einfach kaputt gemacht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah! Oh, war knapp. Sowas von kaputt gemacht, dieses Spiel, ey. So, bevor ich jetzt gleich... Aber ich würde ja nochmal als Judas spawnen, wa? Dann hätte ich nochmal mehr Damage. Kranker Shit, Mann. Ich glaube, ich nehme das jetzt nicht mal. Für den Fall, dass ich als Judas wiederkomme, dass ich dann noch ein paar mehr Herzen habe. Also quasi, ich versuche vorausschauend zu denken. Wobei, jetzt habe ich dann vielleicht so viele, dass ich es auf jeden Fall schaffen könnte. Okay, erstmal nochmal Conquest. Ja, aber Dealer, man kann sich doch gar nicht verlaufen. Man hat doch eine Map. Hier, guck mal, eine Map. Was ist das? Tears have a chance to possess enemies. Possessed enemies should Isaac's tears at other enemies and attack them. Okay. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile 400.000 Items. So, so langsam müsste das eigentlich jetzt mal der letzte Boss sein. Ziemlich wahrscheinlich ist er das. Eigentlich zu wenig Bosse gemacht, aber es gibt nicht mehr viel Plätze, wo Bosse sein können. Ich probiere es jetzt mal mit 4 Herzen. Mal gucken, was passiert. Da ist er.
Ich sehe halt keine gegnerischen Tränen. Ich weiß halt deswegen nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe halt legit keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Als ob da gerade Mama Gertie war, Alter. Wie soll ich gegnerischen Tränen ausweichen, wenn ich sie nicht sehe? Und Lamb. Ich kann nur spekulieren, wo die Tränen sein. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Es ist auch noch dunkel. What the fuck? Oh mein Gott, habt ihr da dieses Riesentränen-Ding gesehen? Das war das, was wir gerade eingesammelt haben. Da ist, seht ihr die ganzen lila Dinger? Okay, ich sehe gar nichts. Ich kann euch nicht erklären, wie dieser Boss funktioniert. What the fuck happened? Ich spekuliere noch drauf, wo ich bin und wo die Gegner sind. Reine Spekulation nur noch. Aber liegt der Körper von der Lamp da jetzt immer rum? Leute! Es ist ein Desaster! Es ist ein Desaster! Ich sehe nichts! Und der Körper liegt einfach nur tot rum. Ich habe nur noch ein Herz. Eventuell bin ich gleich tot. Können jetzt die Fliegen den Rest machen? Oh, ich habe nur einen Zollout aufgenommen. Woo! Holy shit. Vollkommen krank. Was war das für ein Run, Alter? Krank. We did it. Wenn du deine Spielsachen weiter so kaputt machst, nehme ich sie dir wieder weg. Okay. Das war das Hearthstone Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir vor allem eure Meinung unten in die Kommentare. Falls ihr noch mehr sehen wollt, checkt einfach mal dieses oder dieses Video aus, falls ihr es noch nicht kennt. Lasst ein Follow auf Twitter, Instagram, Twitch natürlich da, wenn ihr Bock habt. Kommt auf unseren Discord oder lasst ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr Bock auf weiter tägliche Hearthstone-Action habt.